Donald Trump und China. Der neue US-Präsident hat den fernöstlichen Rivalen auf dem Kieker. Wer bei einem womöglich aufziehenden Gewitter zwischen den beiden Großmächten mehr Federn lassen muss, glauben Astrologen in Hongkong zu wissen. Denn auch in der chinesischen Wahrsagekunst steht ein besonderes Ereignis bevor. Das Jahr des Feuerhahns beginnt. Und das gibt es nur alle 60 Jahre. Der Hahn hat die Eigenschaft, mitteilungsbedürftig zu sein. Es wird also viele aufgeheizte Konflikte und Streitigkeiten in diesem Jahr geben. Ob die globale Hackordnung tatsächlich mit feurigem Eifer ausgefochten wird, bleibt natürlich abzuwarten. Für die US-Wirtschaft sieht der Feng Shui-Meister indes ein gutes Jahr heraufziehen. Trumps Eigenschaften zeigen, dass er erfolgreich sein wird und gut für die USA. 2017 wird es dem US-Aktienmarkt gut gehen, aber 2018 nicht. Trump wird 2018 viel Unglück erleben. Dabei ist Trump selbst eigentlich im Jahr des Hundes geboren. Das steht unter anderem für Loyalität und Ehrlichkeit. Sein spezielles Zeichen, das auf der genauen Uhrzeit der Geburt und den zu dieser Zeit vorherrschenden Elementen basiert, charakterisiert ihn zudem als willensstark und als extrovertiert, mit einem Hang zum Theatralischen, sagen zumindest chinesische Astrologen.